jetzt. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der zurückgetretene Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Uwe Barschel, ist heute Mittag in einem Genfer Hotel tot aufgefunden worden. Erste Meldungen, nach denen sich der CDU-Politiker erschossen haben soll, wurden von den Schweizer Beamten nicht bestätigt. Es seien keine Spuren von Gewalteinwirkung, insbesondere keine Kugel, vorhanden. Die Todesursache ist demnach völlig offen. Nach Informationen der Kieler CDU-Fraktion soll ein Autopsiebericht möglicherweise noch heute Nacht vorgelegt werden. Barschel war gestern auf dem Rückflug von seinem Urlaubsort auf Gran Canaria allein in Genf angekommen. Er hat sich dort möglicherweise mit einem Informanten getroffen, der ihn in der Kieler Affäre entlasten sollte. Aus Genf berichtet Jochen Waldmann. Im exklusiven Hotel Beau Rivage am Genfer Seeufer hatte sich Barschel gestern das Einzelzimmer 317 genommen, nachdem er am Nachmittag von Gran Canaria kommend auf dem Genfer Flughafen eingetroffen war. Ein Mitarbeiter der Illustrierten Stern, der mit ihm verabredet war, fand Barschel tot im Badezimmer. Die Tür zu Barschels Zimmer war nicht geschlossen gewesen. Am späten Nachmittag wurde die Leiche des früheren Ministerpräsidenten zur Autopsie abtransportiert. Polizeioffizier Marcel Carrara teilte am späten Nachmittag auf einer Pressekonferenz mit, es sei alles offen, die Polizei habe keinerlei Hinweise, warum Barschel in Genf einen Zwischenstopp eingelegt habe und ob er sich mit einem Mittelsmann habe treffen wollen. Morgen soll das Ergebnis der Autopsie mitgeteilt werden. Wie starb Uwe Barschel? Einiges dabei scheint mysteriös, die Polizei gibt kaum Hinweise. Polizeioffizier Carrara sagte vorhin bei der Pressekonferenz, es sei alles möglich. Mord, Selbstmord, aber auch ein natürlicher Tod. Fest steht, so der Polizeioffizier, nur, dass Barschel nicht durch Schüsse getötet worden ist. Es wurde in dem Zimmer kein Blut gefunden, es wurden keine Schussspuren gefunden. Das Zimmer, so der Polizeioffizier, war tadellos in Ordnung. Die Tür war ebenfalls nicht zerstört. Herr Bremer, ein Reporter Ihres Magazins hat Dr. Barschel tot in seinem Genfer Hotel gefunden. Was wissen Sie Näheres über die Umstände? Wir wissen nur, dass der Reporter des Stern in seinem Bemühen, mit Herrn Barschel in ein Gespräch zu kommen, wegen der morgigen Untersuchungsausschussvernehmung, heute Mittag noch einmal versucht hat, an die Tür zu klopfen, wiederholt zu klopfen, dass er dann überprüft hat, ob die Tür verschlossen war. Sie war geöffnet. Das ist ihm seltsam vorgekommen. Er hat in das Zimmer geschaut. Es war bewohnt. Aber keine Person darin. Dann hat er auch noch mal die Badezimmertür aufgemacht und dann festgestellt und diese traurige Nachricht uns dann auch übermittelt, dass Herr Barschel leblos in der Badewanne lag. Nun war Ihr Mann ja vor Ort, unter anderem, weil es hieß, dass Herr Barschel sich am Samstag in Genf mit einem Informanten getroffen habe. Was wissen Sie darüber? Wir wissen, dass er sich getroffen hat und wir wissen, dass er von diesem Informanten Entlastungsmaterial für die Affäre in Kiel erwartet hat. Er hat in einem Fernschreiben an den Fraktionsvorsitzenden Klaus Krippen darauf hingewiesen, wörtlich: aufgrund einer Information, die ich vor einigen Tagen erhalten habe und der ich noch am Wochenende persönlich nachgehen werde, könnte ich vielleicht schon am Montag einen wesentlichen Beitrag zur Aufklärung leisten. Ich kann in diesem Fernschreiben nicht mehr andeuten, gezeichnet Uwe Barschel. Es steht auch fest, dass er jemanden getroffen hat, aber wir wissen bisher nicht wen. Barschel sollte morgen von dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Kieler Landtages vernommen werden. Thema der Anhörung wäre die anonyme Anzeige seines ehemaligen Medienreferenten Pfeiffer gewesen. Dieser hatte in einem Schreiben an das Kieler Finanzministerium den SPD-Spitzenkandidaten für das Ministerpräsidentenamt Engholm der Steuerhinterziehung bezichtigt. Der frühere Regierungschef hat am 25. September die politische Verantwortung für die Aktivitäten Pfeiffers übernommen und war am 2. Oktober zurückgetreten. Damit setzte Barschel einen Schlussstrich und eine steile politische Karriere. Aus Kiel Klaus Albert und Bernd Michels. Uwe Barschel war ein Mann, der den schnellen Aufstieg gewohnt war. Schon mit 27 trug er 2 Doktortitel, war Rechtsanwalt und Notar und machte gleichzeitig in der Politik eine steile Karriere. Geboren wurde Barschel 1944 in der Nähe von Berlin. Er wuchs dann im Kreis Herzogtum Lauenburg auf, wo er bis zuletzt mit seiner Frau und seinen 4 Kindern lebte.
1967 wurde er Landesvorsitzender der Jungen Union, schaffte auch den Sprung in den CDU-Landesvorstand und zog schließlich 1971 als jüngster Abgeordneter in den schleswig-holsteinischen Landtag ein. Bereits zwei Jahre später, mit 29, wurde Barschel Vorsitzender der CDU-Fraktion. 1979 stieg er dann weiter auf, zunächst zum Finanz-, kurz darauf zum Innenminister im Kabinett Stoltenberg. Die Krönung der Karriere folgte am 14. Oktober 1982 mit der Wahl zum Ministerpräsidenten. Ein Politiker, dem alles zu gelingen schien. Bis zum 31. Mai 1987, bei einem Flugzeugabsturz in Lübeck-Blankensee, überlebte Barschel als einziger der vier Insassen. Gesundheitlich schwer angeschlagen, zog Barschel dann in den Landtagswahlkampf, den die CDU ganz auf ihn zugeschnitten hatte. Er versuchte sich mit unbändigem Willen gegen die drohenden Verluste zu stemmen. Dennoch konnte er nicht verhindern, dass die Christdemokraten mit nur 42,6% eines ihrer schlechtesten Ergebnisse erzielten. Zusammen mit der FDP reichte es nur noch zum Patt. Schon einen Tag vor der Landtagswahl war eine Spiegel-Titelgeschichte bekannt geworden, in der Uwe Barschel vorgeworfen wurde, direkt an subversiven Aktionen gegen Björn Engholm beteiligt gewesen zu sein. Auf einer Pressekonferenz wies der Regierungschef am 18. September alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück und legte 8 eidesstattliche Versicherungen vor. Die Erzählungen seines ehemaligen Referenten Pfeiffer seien allesamt erstunken und erlogen. Er, Barschel, habe mit solchen Wahlkampfmethoden nichts zu tun. Über diese Ihnen gleich vorzulegenden eidesstattlichen Versicherungen hinaus gebe ich den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Schleswig-Holsteins und der gesamten deutschen Öffentlichkeit mein Ehrenwort. In der Woche darauf wurden allerdings aus der Kieler Kripo und aus dem Innenministerium neue Tatsachen bekannt, die deutlich machten, dass Barschel in der sogenannten Wanzengeschichte nicht die volle Wahrheit gesagt hatte. Der Ministerpräsident geriet immer mehr unter Druck und trat schließlich am 25. September zurück. Nach der konstituierenden Sitzung des neuen Landtages und seiner Vereidigung als Abgeordneter flog Uwe Barschel in den Urlaub. Dienstag vergangener Woche platzte dann schon am ersten Tag des Untersuchungsausschusses die Bombe. Finanzminister Asmussen erklärte, dass Uwe Barschel entgegen seinen Beteuerungen bereits im Januar von einer anonymen Anzeige gegen Engholm gewusst habe. Auch die staatsanwaltlichen Ermittlungen ergaben nun einen Anfangsverdacht gegen Barschel, seine Immunität sollte aufgehoben werden. In der CDU-Fraktion wurden immer mehr Stimmen laut, die Barschels Ehrenwort anzweifelten. Auf dieser Sitzung vollzog dann Fraktionschef Klaus Kribben vorgestern die endgültige Trennung von dem ehemaligen Ministerpräsidenten. Nach 3-stündiger Debatte forderte die CDU-Fraktion einstimmig, mit Uwe Barschel ein Gespräch zu suchen, an dessen Ende der Verzicht des ehemaligen Regierungschefs auf sein Abgeordnetenmandat stehen sollte. Das Gespräch sollte morgen stattfinden. Die Nachricht vom Tode Barschels hat in der Bundesrepublik bei Politikern aller Parteien Bestürzung ausgelöst. Bundeskanzler Kohl zeigte sich zutiefst erschüttert über diese so wörtlich menschliche Tragödie. Sein Mitgefühl gelte der Familie des Toten. Über die Reaktionen in Kiel informieren Sie Ulrich Semmler und Norbert Lorenzen. Heute Abend in Kiel. Zahlreiche Passanten verfolgen, was sich vor dem Landeshaus tut. Zum Tode Uwe Barschels erste Reaktionen. Wenn Politik so aussieht, dass sich Menschen das Leben nehmen müssen, wozu wählen wir denn noch? Alle Politiker müssten sich eigentlich heute mal fragen, ob man so weit gehen kann noch. Umlagert die Mitglieder der Landesregierung hier der geschäftsführende Ministerpräsident Schwarz. Nach und nach fanden zahlreiche Abgeordnete den Weg ins Landeshaus. So auch der Spitzenkandidat der CDU für das Ministerpräsidentenamt, Klaus Kribben. Er erhielt die schreckliche Nachricht um 14.30 Uhr. Gegen 18.30 Uhr tritt Fraktionschef Klaus Kribben dann gemeinsam mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Henning Schwarz im ersten Stock des Kieler Landeshauses vor die Presse. Zu Einzelheiten des Todes von Uwe Barschel wollten beide Politiker noch keine Stellung nehmen. Ministerpräsident AD Dr. Uwe Barschel ist heute gegen Mittag in einem Genfer Hotelzimmer tot aufgefunden worden. Für uns alle ist diese Nachricht völlig unfassbar. Wir sind tief betroffen und bestürzt über das tragische Ende von Uwe Barschel. In diesem Augenblick sollten alle politischen Kontroversen und alle Spekulationen über die Schatten, die über unser Land gezogen sind, schweigen. Wir sollten uns in Respekt
vor dem Toten verneigen. Kurz zuvor hatte sich bereits in Kiel SPD-Oppositionsführer Björn Engholm zum Tode des früheren Ministerpräsidenten Uwe Barschel geäußert. Ich habe heute Nachmittag davon erfahren und es bedrückt einen sehr, zu sehen, wie das Leben eines Menschen und eines Politikers zu Ende geht. Mein Mitgefühl gehört den Angehörigen. Und ich denke, wenn es eine positive Konsequenz überhaupt zu ziehen gibt aus so einem schrecklichen Ereignis, dann muss es das sein, zu überlegen, wie wir in der Zukunft miteinander über die politischen Grenzen hinweg anders zusammenarbeiten als in der Vergangenheit. Unmittelbar nach der CDU-Pressekonferenz wurde bereits über den weiteren Fortgang der Arbeit des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses diskutiert. Dazu Gerd Börnsen von der SPD-Fraktion. Dieses furchtbare Ereignis muss uns wohl dazu bringen, zu sagen, das ist jetzt nicht die Stunde der parlamentarischen Untersuchung. Dies ist die Stunde, in der die polizeilichen Ermittlungen laufen müssen. Wir werden morgen früh den Antrag stellen, dass bis zur Trauerfeier keine weitere Tagung des Untersuchungsausschusses stattfindet. Wir halten es für selbstverständlich, dass der Untersuchungsausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages seine Arbeit unterbricht, bis der ehemalige Ministerpräsident beigesetzt wurde. Allerdings muss die Arbeit des Untersuchungsausschusses danach mit aller Intensität fortgesetzt werden. Barschels Hinterbliebene und alle Bürger unseres Landes haben einen Anspruch darauf, dass die Pfeiffer-Affäre und ihre Hintergründe vollständig aufgeklärt werden. Die Finanzierung der für 1990 geplanten Steuerreform scheint nach zwei Koalitionsrunden in Bonn nahezu gesichert. Bundesfinanzminister Stoltenberg nannte heute weitere Einzelheiten. Es galt, eine Lücke von 19 Milliarden Mark zu schließen. 17 Milliarden, darin sind sich CDU, CSU und FDP jetzt einig, sollen durch Kürzung von Subventionen und steuerlichen Sonderregelungen hereingeholt werden. Davon gehen 4 Milliarden zulasten der Unternehmer, 3,5 Milliarden zulasten der Arbeitnehmer. Der überwiegende Teil der Kürzungen trifft, wie Stoltenberg es nannte, nicht bestimmte soziologische Gruppen. Der Minister bestätigte, dass die 10%ige Quellensteuer auf Kapitalerträge bereits von 1989 an gelten soll. Ein schweres Stück Weg lag hinter dem Finanzminister, als er heute vor die Presse trat, um die Beschlüsse der Koalition zur Finanzierung der Steuerreform zu erläutern. Für Gerhard Stoltenberg hat die Koalition mit diesen Beschlüssen ihre Handlungsfähigkeit bewiesen. Man habe nicht nur gestrichen, das Steuersystem sei vielmehr vereinfacht und neu gestaltet worden. Zum Reizwort Kapitalertragssteuer, die künftig auch in Gestalt einer 10%igen Quellensteuer erhoben wird, wies der Minister darauf hin, dass sich für ehrliche Steuerzahler damit überhaupt nichts ändere. Nur die Steuerhinterziehung wird dadurch eingeschränkt. Darin stecke ein Stück Steuergerechtigkeit und ebenso in der künftigen Steuerpflicht für Belegschaftsrabatte. Verbrauchssteuern würden nicht erhöht. Allerdings schränkte der Minister ein: Was längerfristige Entwicklungen anbetrifft, auch unter dem Vorzeichen der EG-Harmonisierung, kann es doch ernsthaft keine absolute Bindungsgarantie für jetzige Sätze bei Verbrauchsteuern oder Mehrwertsteuern geben. In Verbindung mit den aktuelleren Fragen, die ich erwähnt habe, Übertragung weiterer Steuereinnahmen an die EG in dieser Wahlperiode, steht die Mehrwertsteuer nicht zur Diskussion. Während Stoltenberg die Steuerreform als sozial ausgewogen bezeichnete, reagierte die Opposition mit Ablehnung. Unsere Befürchtungen sind wahr geworden. Die Arbeitnehmerfreibeträge werden entweder gekürzt oder gestrichen. Es kommt die Quellensteuer hinzu. Arbeitnehmer und Rentner bezahlen die Zeche. Sie werden aber auf der Entlastungsseite auch schlecht behandelt. Und die Mehrwertsteuererhöhung hat Herr Stoltenberg nur vertagt, die kommt 1990. Stoltenberg hat heute eindringlich an Gewerkschaften und Interessenverbände appelliert, jetzt nicht nur ihre Spezialinteressen im Auge zu halten. Freilich, Steuerpolitik ist immer auch Verteilungspolitik. Deshalb wird es dem Minister, den Arbeitnehmern, den mittelständischen Unternehmern, den Ländern und Gemeinden nicht verwehren können, in den kommenden Wochen sehr genau nachzurechnen, was die Steuerreform für sie bedeutet. Da stehen noch lebhafte Diskussionen bevor. Schwere Vorwürfe sind heute gegen das Vorgehen der Polizei bei der gestrigen Demonstration.